SUV liegen schwer im Trend. Da unterhalb von VW Tiguan und Audi Q3 noch Platz ist, soll diese Lücke geschlossen werden. Den Start werden die Ingolstädter mit dem Audi Q1 machen. Der wird in Deutschland produziert, während die Produktion des Q5 nach Mexiko wandert. Audi setzt bei dem Kleinen auf 5 Türen und er wird die Handschrift von Chefdesigner Marc Lichte tragen. Der Preis soll für das Grundmodell bei 25.500 Euro liegen. VW wird etwa 9 Monate später nachziehen. Das Golf-SUV wird rund 20 cm kürzer als der Tiguan. Bei der Premiere sollen aus dem Golfprogramm neue Dreizylinder zur Wahl stehen, etwa ein 1-Liter Benziner mit 116 PS. Q1 und Golf-SUV werden die Vorzüge des Konzernbaukastens nutzen, heißt, es kommt die gleiche Technik zum Einsatz. In Bezug auf die Ausstattung darf Audi aber noch etwas tiefer in die Schatzkiste greifen.